Gute Laune und Zuspruch aus den eigenen Reihen. Noch erfährt Peter Bosch Unterstützung, aber die Kritik an dem BVB-Coach wird lauter. Platz 5 in der Liga und 2 Blamagen gegen Apoel Nicosia. Der Niederländer muss langsam liefern. Für das Heimspiel gegen Tottenham Hotspur an seinem 54. Geburtstag gibt sich Bosch optimistisch. Ich spüre wirklich bei den Menschen, womit ich arbeite, auch in Leitung, die verstehen in die Phase, worin wir sind, und Support, das habe ich von ihnen. Das ist für uns auch vielleicht eine Möglichkeit, wo vielleicht keiner denkt, dass wir gewinnen können morgen, weil wir nicht in einer guten Phase sind. Vielleicht die Möglichkeit, da ein gutes Spiel zu machen und das alles zu drehen. Und er soll und darf auch wieder dabei helfen. Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang. Gegen Stuttgart noch suspendiert, gegen die Engländer soll der begnadigte Top-Torjäger endlich seine Torflaute beenden. Sein Gegenüber, Harry Kane, wird dagegen wohl geschont. Das Achtelfinale in trockenen Tüchern, das Spiel in Dortmund reine Formsache. Of course we know we are qualified, but we're gonna show a good result tomorrow here. No, tomorrow only we are going to rest players maybe that they need to rest for different reason. Dagegen muss Peter Bosch unfreiwillig auf Top-Leute verzichten. Christian Pulisic und Sokratis fehlen verletzungsbedingt. Somit ruhen alle Hoffnungen auf Superstar Aubameyang. Schafft der BVB wieder keinen Sieg, war es das definitiv mit der Champions League. Und der Geburtstag des Trainers könnte auch schon der letzte in Dortmund gewesen sein.